Da ist einiges an schwerem Gerät unterwegs. Ukrainische Soldaten werden geschult. Die große Frage aber ist, und die wollen wir jetzt stellen, dem Militärökonom Dr. Markus Kolb von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Kommt all das noch rechtzeitig? Ja, ich denke schon, sofern die westliche Logistik funktioniert. Also nachdem wir uns ja nun wochenlang herumgeschlagen haben mit der sogenannten Besonnenheit, hat man einfach viel Zeit verloren. Und es ist nun wichtig, dass vor allem die Amerikaner diese Systeme schnell liefern, denn die haben die größte logistische Kapazität. Man muss aber auch sagen, das mediale Gerede von der russischen Frühjahrsoffensive, das ist so ein bisschen ein selbstverstärkender Effekt. Also bisher sehen wir noch keine großen logistischen Anstrengungen. Das wird sich sicher ändern bis März, April, aber jetzt besteht noch ein kurzes Zeitfenster, um diese Systeme zu liefern. Und das muss man natürlich nutzen. Wir haben aber auch eben die Munitionsprobleme, haben davon gehört, dass jetzt andere Länder Artilleriemunition dann liefern wollen. Meinen Sie, dass das auch noch alles rechtzeitig klappt? Ja, es geht ja nicht darum, dass man alles sofort quasi bereitstellt. Das kann man gar nicht, sondern der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man die westlichen Rüstungsindustrien jetzt möglichst schnell anwirft, damit man auf ein höheres Produktionsniveau kommt als die Russen. Die werfen natürlich auch ihre eigene Rüstungsindustrie an. Und wenn Sie jetzt da fragen, wie leistungsfähig ist die, dann bekommen Sie eine ganze Bandbreite von Meinungen. Aber die Zahl, die man sich merken sollte, ist 2 Millionen Artilleriegranaten pro Jahr. Das braucht die Ukraine, um ihre jetzige Feuerfrequenz aufrecht zu erhalten. Und da müsste die westliche Industrie möglichst schnell hin. Also das Zusammenkratzen von Beständen, die derzeit in der Welt sich befinden, das ist natürlich nur eine kurzfristige Überbrückung. Worum es wirklich geht, ist, auf ein nachhaltiges Produktionslevel zu kommen, das der Ukraine gestattet, diesen Krieg letztlich zu gewinnen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.